Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Cause 3. In dieser Folge hatte ich geplant, die Provinz ganz schnell auseinanderzunehmen, weil ich bin der Meinung, dass da eine Basis sein wird. Dann das wird eine Ölinsel sein und meine Vermutung ist, dass das die letzte Basis ist, die da noch fehlt. Das ist meine Vermutung, Hoffnung, was weiß ich. Und ja, wenn wir die nämlich schnell befreit haben, können wir in der nächsten Folge die eine Mission machen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Gott, ist auch wieder eine riesige Liste an Dingen zu tun. Gehen wir mal gleich zur Polizeistation. Schnell dich weg. Schauen. Hat Wer funktioniert. braucht schon Handyempfang? Dann ist da noch ein Ölding, Treibstofftank. Irgendwo muss noch einer sein. Da. Schon. Boom! Ausgezeichnet! Das da noch und Chaos funktioniert nicht. Wie kann man denn hier noch ein bisschen Chaos stiften lassen? Spritfässer. Da ist noch einer. Ein Schurke weniger. Da ist noch einer. Sind alle Gegner. Sind denn die Gegner? Bist du komplett kaputt? Ja, bist du. So, ich verzieh mich. Du hinterlässt echt Spuren. Nein, nein. Was ist los? Und tschüss. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Nee, lass mal. Da oben ist, unten ist der Kommandant. Der ist weg. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Das war leichtsinnig. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Dann ist hier rechts noch eine Statue. Da. Plakat. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Irgendwo hier drüben. Einmal hier vorne. Dann Nummer 1 und Nummer 2 ist ganz hinten. Schon. Wo bist du? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Da.
schicken Verstärkung zu eurer Position. Ach, die nehme ich mit. Tag 790. Ein Abgeordneter des hiesigen Stadtrats hat vorgeschlagen, einen Diravello-Tag einzuführen. Ich habe natürlich abgelehnt und Oberstabsfeldwebel Duschku um Rat gebeten. Dieser hat mir versichert, er würde Präsident Dante den Antrag vorlegen. Ich spüre förmlich, wie diesem beim Gedanken, ein anderer könnte Karriere machen, die Galle platzt. Okay. Schnell noch den hier unten mitnehmen. Hab ich komplett übersehen. Nö, keine Zeit. Bin schwer beschäftigt mit Medici retten und so. Du weißt. Medici rettet sich nicht von selbst. Ja. So. Danke. Ja, okay, easy. Keine Probleme. Jetzt schnell die Flagge hissen. Ich weiß nicht, ob ein Vorstoß von Norden eine gute Idee wäre. Zack. Easy going. Jetzt können die Menschen hier wieder frei atmen. Dann gehen wir mal schnell nach hier oben. Wenn ich, glaube ich, die Befürchtung habe, dass das nur eine Kirche ist. Hatte ich vorhin also doch richtig gesehen? Naja, egal. Hol ich mir schnell einen Helikopter und flieg zur da hinten hin. Perla Est ist frei, mi amicos. Das dürfte für eine Weile das letzte gewesen sein, was wir von der DRM gehört haben. Unterstützung ist unterwegs. Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Dich wird niemand vermissen. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Okay, was wollen die machen, Alter? Ich weiß nicht. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Die anderen Helis treffen mich nicht, was ich sehr gut finde. Oh nein, das ein Treffer. Das macht immer wieder Spaß. Alter. Hat der Scharfschütze alles klar? Der Scharfschütze hat mein Heli zerlegt. GG. Was fehlt denn hier überhaupt noch? Ein Treibstofftank, den brauche ich hier. Luftunterstützung ist unterwegs. Jawohl. Sehr schwer. Was so ein Feuerchen ausmacht. Gehen wir mal hoch. Bei oben dürfte ein Helikopter sein. Hoffe ich jetzt mal. Ja. Besser als gar nichts, ne?
Okay, dann ist ja eine Basis hier oben, aber wo ist die andere? Wo ist, da fehlt ja noch eine kleine Basis. So eine kleine Siedlung, denke ich jetzt mal. Da wahrscheinlich. Ja, ich werde erstmal das kleine Ding haben, bevor ich das große angehe. Deswegen. Habe ich erstmal lieber das kleine Ding, Basis, ich glaube, das kann man nicht mal mehr Basis nennen. Und ja, weiß nicht wieso, ich will halt irgendwie erst das kleine Ding haben und dann das große machen. Fragt nicht wieso. Ist halt nur die Sache, wo das Ding ist, ne? Die kleinen Dinge, die könnten überall sein. Nicht mal auf der Map markiert. Weil so teilweise so klein sind. Ich meine, es gibt eine Waffe, die kann so eine kleine Siedlung one-shotten. So ein spezieller Raketenwerfer, den kriegt man glaube ich nach der letzten Story-Mission. Ja, dann schießt du auch einmal auf so eine kleine Basis, die kleine Basis ist vernichtet. Ja, sehr anspruchsvoll. Okay, der Raketenwerfer ist auch ein bisschen overpowered. Station. Ja, das ist ein Heli, also ich, ja, hier oben. Okay. Habe ich doch richtig geschätzt, gut. War meine Vermutung, zweite Vermutung doch richtig. Nee, ich gehe schon. Ich kann auch aus der Ferne vernichten. Tschüss. Darf ich euch da hinten? Das war's schon. Ich krieg euch alle. Einen nach dem anderen. Das ist lappig eigentlich. Ich mir so einen besseren Heli nehmen. Rein. Kurz Markierung wegmachen. Okay, der Heli fliegt in die Flak rein. Ja, und das letzte Ding ist da vorne. Und das nehmen wir jetzt auch auseinander. Ja, da war das, ehrlich gesagt, wenn wir die jetzt schnell auseinanderkriegen, dann habe ich das schneller hingekriegt als erwartet. Ich hatte schon Angst, dass ich zu lange brauche. Ich hatte schon Angst, dass ich das nicht rechtzeitig schaffen würde. Ja, bisher liegen wir gut in der Zeit, denke ich mal. Wenn wir jetzt hier 10 Minuten brauchen, sollte es noch gehen. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Ja, versucht doch, mich zu stoppen. Genau. Die Grafik wollte gerade irgendwie nicht laden. Der Turm hier sah gerade sehr komisch aus. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Ich höre die schon. Die neben mir spawnen. Das war's für dich. Ja, ist klar. Hab halt Aimbot, du Kleiner. Was weiß ich, was du bist. Hier. Hauptsache Aimbot. Ich mir halt dein Heli, ist mir auch egal. Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert.
da. Nice, dass ich dich wieder erwischt. Ja, die Flugabwehr noch mitnehmen. Ja, lass ihn noch mitnehmen. Panzer kann nicht mitsterben. Oh Gott, raus. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Ich hab Kommando los. Die Bäume übersehen. Ich hätte einen Regenschirm mitbringen sollen. Was wert. Frack dich. Ah ja, frack dich. hi. Verdammt ist das heiß. Hilfe. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ich hing am Fallschirm und war tot. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich bin halt einfach gestorben, warum auch immer. Ich wurde gefühlt one-shotted. It's showtime. Ach komm ey. Das stirbt doch einfach. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Ouch. Ist hier irgendwo ein Jet vielleicht zufällig? Ja, da. Ich probiere es einfach mal abzuheben. Nein, das wird nichts. Das war nicht gut. Der Tank muss doch irgendwann mal kaputt gehen. Nicht geklappt haben. Okay. Oh, Überraschung! Zielperson zerstört militärische Anlage. Hey. Alles gut, ja. Legt euch ab. Langstreckenradar. Nichts mit Langstrecken. Au. Das hat, glaube ich. Das ist immer wieder schön.
Kommandant der Basis ist in dem Helikopter. Hol ihn runter und erledige ihn. Ich nehme dich mal mit. Wie ist der Kommandant gestorben? Alter, wie unfähig kann man sein? Als ein kompletter Basiskommandant nicht mehr Heli fliegen zu können, irgendwo gegen zu klatschen und zu sterben. Das ist erbärmlich. Richtig erbärmlich. Wo ist jetzt der Rest eigentlich? Oh, hier vorne. Hier. Das ist echt. Hier ist es so ein Doppelradar. Ich attackiere militärische Ziele. Du triffst nicht, du triffst nicht. Ach, verdammt. Granate! Zielpersonen. Ach, komm schon. Wenn du halt nicht anders kaputt gehen willst, dann halt so. Sein. Ah, da unten. Oh lol, der. Warte, der ist neu. Den hatten wir bisher noch nicht. Raketenwerfer. Da unten, Transformate. Da will ich den mal nochmal kurz testen. Den Raketenwerfer. Ah, okay. Während ich schieße, muss ich irgendwas anvisieren und dann sind das so eine kleine Zielsuchenraketen, die... Ah, ich habe den Jet freigeschaltet. Geil. Na, heiß. Oh, das war gut. Ja, das war echt gut. Was wir noch machen könnten, ist Jet-Wahnsinn. Ich glaube, das könnte lustig werden. Hey, nicht runterfallen. Jet-Wahnsinn. Warum nicht? Wir haben noch den großen Bomber. Ist halt die Frage, nehmen wir den Bomber oder den noch anderen? Der hat halt Zielsuchraketen, ne? Ja, ich nehme den. Ist mich gespannt, startet man in der Luft oder muss man erst aus der Basis ausstarten? Da bin ich jetzt gespannt. Seid gegrüßt, Bürger! Falls ihr in letzter Zeit auch Rauchsäulen über der Griffon-Basis bemerkt habt, freut uns das! Schön, dass wir uns einig sind. Und die Basen verschwinden weiter. Hoffentlich gehen sie unserem furchtlosen Anführer nicht irgendwann aus. Aber nein, er hat ja alles unter Kontrolle. Viva Medici! Einfach Raketen sperren und was wird man treffen. Was macht denn der Heli da? Nein, okay, nein. Rico, der Kommandant der Basis ist... Ich glaube, der Bomber ist doch besser geeignet. Ich glaube, der ist doch besser geeignet.
Es geht die Folge doch ein bisschen länger, als ich dachte, wegen dem Jetwahnsinn. Naja, egal. Egal. Ziele finden, die man bombardieren kann. Und nicht zufällig gegen Bäume fliegen. Nein, nein, nein. Ups. So ist wahrscheinlich der Basiskommandant. Und ey, dieses Drehen. Gott, der ist so schwerfällig. Der ist so schwerfällig. Alter! Das ist nicht mehr normal. Hilfe! Rico, der Kommandant der Basis. Hilfe! Das kannst du nicht mehr ziemlich. Ich drück da eine halbe Stunde auf Drehen, das passiert gar nichts. Das kannst du nicht wenden nennen. Es ist ja nicht mehr normal. Warum ist der so schwerfällig? Ich versteh's nicht. Dass er ein bisschen langsamer ist und ein bisschen länger braucht zum Drehen, kann ich ja verstehen. Es ist immerhin Bomber. Aber so? Das. Nee. Das ist wahrscheinlich dieses riesen Transportflieger besser umwenden. Gefühlt. Ich hab's noch nie geflogen, aber wahrscheinlich. Kannst du vergessen, ey. Geh weg. Naja, das war's dann mit dieser nicht ganz so schön endeten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.